Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf. Hört sich eigentlich nach erster Liga an. Ist da erste Liga drin? Moment, wir schreiben das Jahr 2021. Das heißt 2021. Nee, also ich glaube Nürnberg und Hannover, die sind glaube ich schon was länger nicht mehr in der ersten Liga, kann das sein? Ach ja, wir reden ja über den 1. FC Köln, stimmt. Stopp! Sonst kriegt ihr gleich einen auf die Schnauze! Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FIFAplace.de. Und entschuldigt mir dieses Anfangsgelaberei, aber ich weiß nicht, ich kann da einfach nichts anderes mehr zu sagen. Reaction auf das Spiel in Leverkusen. Wir verlieren mit 3:0. Spielanlagen waren eigentlich da, wie ich finde. Also ich finde, trotz allem, hört sich natürlich nach einer 3:0-Niederlage sehr dumm an. Aber man hat schon gesehen, dass der Friedhelm Funkel ein bisschen was bewegt hat in der kurzen Zeit, wo der jetzt da war. Spielerische Anlagen waren da. Aber du schlägst dich quasi immer noch mit derselben Scheiße rum, wo du dich die ganze Saison schon mit rumschlägst. Ja, und zwar, du nutzt deine Chancen nicht. Also ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 3 Spielen, haben wir glaube ich Chancen für 10 Spiele gehabt, die alle nicht genutzt worden sind. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur überhaupt gar keine Ahnung von Fußball habe oder warum einfach, egal wer bei uns Trainer ist, immer Jannes Horn vor Katterbach spielt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der Katterbach in jedem Training beide Beine zusammengebunden hat oder was bei dem Mann das Problem ist, dass der auf der Bank sitzt und so ein Jannes Horn da wieder spielt. Keine Ahnung. Also erstes Tor geht meiner Meinung nach mal wieder hundertprozentig auf Jannes Horns Kappe. Total unnötige Grätsche, komplett unnötig. Diaby hätte noch bestimmt 15, 20 Meter gehabt, bis um in den 16er reinzukommen. Und alle anderen von uns standen schon formiert. Diese Grätsche war sowas von unnötig. Er hätte besser einfach nur den Mann zugestellt, den Raum zugestellt. Und dann wäre dieses Tor auch nicht gefallen. Isibue dann in der Mitte genauso schlecht. Weiß nicht, was der da gedeckt hat. Keine Ahnung. Er stand quasi direkt hinter Zichos. Also einen Raum hat er auch nicht gedeckt. Sein Mann hinter ihm, Bailey, hatte 2-3 Meter Platz. Und musste noch nicht mal richtig hochspringen. Also wieder komplett Amateur verteidigt. Dann gehst du 1:0 zurück. Hast dann noch eine riesen Kopfballchance von Hector, die Lattentreffer. Ja, kassierst dann wieder ein 2:0, was so unnötig ist. Du weißt, dass Leverkusen schnelle Leute hat, so du weißt, so du liegst zurück, du musst das Spiel jetzt machen, ob du willst oder nicht, wenn du ein Tor halt erzielen willst. Und was machst du? Du verlierst den Ball und sicherst einfach nur mit einem einzigen Mann hinten ab. Läufst dann in einen Konter, wo 3 Spieler von Leverkusen dann ja nur noch gegen einen von uns laufen und natürlich kassierst du dann das 2:0. Und da habe ich für meinen Teil schon gesagt, das war's. Dann kam halt noch der Lattentreffer mit Kainz. Gut, war ein Sonntagsschuss, war auch relativ zentral, wenn er reingeht, okay, aber ist halt nicht reingegangen. Ja, und dann kassierst du halt schon wieder so ein drittes Tor. Keine Ahnung, verlierst 3:0. Also ich muss sagen, ohne den Großteil der FC-Fans da jetzt mitzugehen, Niederlage war absolut unverdient und ich habe auch noch nie so ein unverdientes 3:0 gesehen. Aber ja, verloren ist verloren. Ob du jetzt 1:0 oder 3:0 verlierst, macht den Braten jetzt auch nicht fett. Wir haben verloren. Und ich muss ehrlich sagen,
Du siehst einfach jetzt über den Verlauf der Saison und vor allem auch jetzt am Ende mit einem neuen Coach, siehst du einfach, was alles miserabel gemacht und geplant wurde in dieser Saison, dass du einfach keinen vernünftigen Stürmer hast. Ich glaube immer noch, dass Dennis kein schlechter ist, aber du siehst halt, dass er immer noch ein Fremdkörper in dieser Mannschaft ist. Und wenn du so einen neuen Stürmer holst, dann musst du den Mann spielen lassen und dann musst du dein Spielsystem auf den Mann zuschneiden. So, wir haben es jetzt gesehen, es wurden viel weniger hohe Bälle gespielt, es wurde versucht zu kombinieren, es wurde versucht flach und schnell zu spielen. Hat auch in vielen Phasen eigentlich bis auf den Abschluss gut geklappt, aber du hast trotzdem gesehen, es war halt so gefühlt, als wäre gerade Winterpause und Dennis hätte gerade sein erstes Spiel gemacht. Der ist einfach überhaupt nicht da in der Mannschaft und das muss man halt einem Gistol dann ankreiden, dass es nicht geschafft hat, über die Monate so einen Stürmer zu integrieren und dann aber wiederum auch immer rumheult und sagt, ja, ich habe keinen Stürmer. Ja, Freunde, wie dem auch sei, wir haben verloren und ich persönlich sage, das war's jetzt. Darum habe ich am Anfang auch die ganzen vermutlichen Zweitligisten aufgezählt, wo wir dann nächste Saison hinfahren dürfen und werden. Weil, ganz ehrlich, natürlich, du hast 3 Punkte auf Hertha, aber Hertha hat dann die ganzen Nachholspiele. Irgendwo werden die schon noch einen Sieg oder 4-5 Punkte holen, hundertprozentig mit ihrem Kader. Mainz hat einen guten Lauf und Bielefeld hat jetzt 4 Punkte vor uns und man muss bedenken, wir spielen jetzt gegen RB Leipzig und Bielefeld zu Hause gegen Schalke. Das heißt, selbst wenn das Krasseste der Krassen passiert und wir Leipzig schlagen würden, was niemals passieren wird, weil du halt einfach siehst, wenn du unten stehst, dann hast du halt einfach auch das Pech. Es ist einfach so, selbst wenn wir Leipzig schlagen würden, haben wir trotzdem weiterhin 4 Punkte auf Bielefeld, weil Schalke jetzt wieder an ihrem Höchstpunkt ihrer miserablen Form angekommen sind und Bielefeld eigentlich auch für ihre Verhältnisse einen guten Lauf hat. Bielefeld wird Schalke schlagen. Das heißt, es ist nur die Frage, ob es weiterhin bei 4 Punkten Rückstand bleibt oder ob es dabei bleibt oder dann zu 7 Punkten geht. Ja, und es ist sehr traurig, Freunde. Man sieht einfach, wie schlecht gearbeitet wurde in dieser Saison. Natürlich war auch ab und zu Pech dabei, aber das haben die anderen Teams, die unten stehen, auch. Deshalb lasse ich mich darauf gar nicht ein. Ja, man sieht einfach, sage ich jetzt gerade schon zum 5. Mal, wie schlecht man gearbeitet hat, dass man in so einer Liga mit Hertha, mit Mainz, mit Bielefeld, dass man es nicht geschissen bekommt, zumindest einen Relegationsplatz zu holen. Ja, Freunde. Ich denke mal, ich werde jetzt in Zukunft demnächst irgendwann werde ich auch mal ein Video machen, wie ich persönlich mir dann einen Neustart in der 2. Liga wünsche oder erhoffe, was man machen sollte. Vielleicht mache ich auch nochmal allgemein ein Video, was diese Saison alles falsch gelaufen ist, um das alles nochmal auf den Punkt zu bringen. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, was ihr davon feiern würdet oder ob ihr beides feiert, dann mache ich auch gerne beides. Ja, und dann kann man nur sagen, schade FC, tut mir sehr am Herzen weh. Ich muss auch sagen, ich war gestern am Ende von dem Spiel wirklich den Tränen nah. Auch wenn man sagen könnte, ja okay, wir sind die Abstiege gewohnt, aber es tut mir halt immer wieder aufs Neue weh, weil du halt der 4. größte Club in Deutschland bist, die 4. meisten Mitglieder hast, du hast jedes Spiel ausverkauft, egal ob 1., 2. Bundesliga, und du kriegst es halt einfach nicht geschissen, konstant 1. Liga zu spielen. Und ich habe schon oft gesagt, damit meine ich nicht international oder Top 10, einfach so wie Augsburg oder Freiburg konstant 1. Liga zu spielen. Das ist einfach ein Armutszeugnis, dass du das nicht schaffst. Ja, und das wird auch ein Horst Held nicht schaffen. Und ich hoffe nur, wenn du dann jetzt absteigst in den nächsten 2, 3 Wochen, hoffe ich nur, dass Horst Held dann von alleine geht, weil der Mann hat die ganze Kacke verbockt. Und er hätte, wenn er früher reagiert hätte mit dem Trainer, dann hätte der Funkel vielleicht schon noch was machen können. Aber so war es einfach zu spät und so wirst du halt auch nichts mehr erreichen in meinen Augen. Ja, sehr, sehr traurig. Fahren wir halt zu Hannover und zu Nürnberg nächste Saison wieder. Ja, Freunde, und sagt mir gerne, was ihr von dem Ganzen haltet. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin wie immer sehr, sehr gespannt und lese jeden Kommentar sehr, sehr, sehr gerne. Lasst mir eine positive Bewertung da, das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, lasst uns zusammen durch die schwere Zeit gehen. Leider ist es beim FC von 9 Jahren eine schwere Zeit, aber naja, was will man machen, ist halt leider so.
Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Ich bin raus, Freunde. Haut da rein, euer FIFAplays.de. Ciao, ciao.